nicht, wie ich dir das sagen soll, aber da ist so ein Typ, der hat im Internet einen Song veröffentlicht, auf dem er dich disst. Ja, also er sagt, ich habe eine Junkie-Mutter, also dass du eine Junkie-Mutter bist. Alter. Also ich meine, der hat dich hier und da schon mal gesehen, aber so richtig kennt tut er dich jetzt wirklich nicht. Ich habe mal gewusst, dass deine Mutter dazu sagt, ich wüsste, wie er über andere Leute mit anderen. Ja, keine Ahnung, der bestimmt nicht so begeistert, glaube ich. Ja, ich glaube, ich werde mal seine Mutter anrufen. Ja, also nee, brauchst du jetzt nicht machen. Ich mag einfach einen Song, ich regle das so Hip-Hop-mäßig. Weißt du, ich werde jetzt einfach einen Song zurückmachen, ich rette unsere Ehe, kein Problem. Was hast du dir dabei gedacht, Bushido? Du meinst das wirklich ernst? Jetzt bleibt nur noch die Frage zu klären, der stirbt zu mehr. Es ist eine Frage der Ehre, die Mama rauszuhalten. Jedenfalls hab Respekt vor deiner, sie hat lange mit dir ausgehalten. Du bist Geburt. Was denkst du dir, wer bist du nur? Du bist ein Witzfigur mit einer Witzfigur. Du bist ein geborener Hund, du gehörst an die Leine. Falls du alles schon vergessen hast, sag ich dir, was ich meine. Als ich dich das erste Mal gesehen hab, warst du Orgiton. Hast immer brav Spitz gemacht in deiner Ecke. Ja, du kamst mir vor wie ein Hund. Du warst kein Freund, du warst nur der Typ mit der 8-Spur. Du hast uns aufgenommen und nichts gesagt bis morgen 8 Uhr. Dann hast du aufgeweckt, alle haben dich ausgelacht. Doch ich hab dein Cake genommen und es mit Halle rausgebracht. Du kamst zu deinem Akku, die Licht hat, als wärst du mein Partner. Doch ich sag, wie dürftig ist, ich bin so was wie dein Vater. Okay, okay, warte mal, warte mal. Ich schick mich gar nicht auf. Wusa. Okay, warte. Und dann hast du King Ali getroffen, hast auf der Straße gehangen, in Schöneberg bei den Gangstern, dass du auf hart machen kannst. Doch du warst nur ein Hund, die haben dich nie respektiert. Du hast Alis Wohnung umsonst komplett renoviert und ihm dein Essen serviert und seine Füße geküsst. Auch wenn du's abstreitest, sie hatten nichts übrig für dich. Du hast Schellen kassiert und sie deine Gage. Keine Frage, zieht ihn nach den Nadeln, was er hat, da kenn ich keine Gnade. Dein neues Herrchen macht den anderen Angst. Jetzt denkst du, dass du plötzlich auch mal ein Mann sein kannst. Nicht mit mir, wenn du nicht anders kannst, dann schick sie mir. Auch wenn ich dabei drauf gehe, ich sag nochmal, Opfer, nicht mit mir. Verstehst du? Auch wenn du jetzt sauer bist und mir Leute schickst, weil du ja sowieso nicht selber kommst, Pussy. Ich musste das machen. Das ging zu weit. Keiner fickt mit meiner Familie. Das bist du schon, Alter. Guck dich mal an. Ich glaub, deine Fans müssen taub und blind sein. Warum fällt man sonst auf so ein hängengebliebenes Kind rein? Du siehst aus wie ein Gremlin. Wen willst du beeindrucken? Dein Gesicht ist wie die Sonne. Man kann nicht reingucken. Auch mit deinen neuen weißen Zähnen kannst du uns nicht täuschen. Guck mal, wie die dunkeln. Sag mal, können die auch in Dunkeln leuchten? Ein halbes Hemd, beim nächsten Selbstmord versucht ihr dich im Wald verhängen. Da stört dich keiner, keiner holt dich runter, zieh es durch, zack und fertig, was gefährlich. Du bist nur ein Kinderficker, Schnaps und mehr nicht. Als Schöneberg hat dich ehrlich, doch keiner hat dich mehr als ich. Ich warte hier und bin die Knarre, bis die Sache fertig ist. Hab gedacht, das ist alles, was? Nee, Alter. Hier ist noch einer, der hat dir was zu sagen. Frohe Weihnachten, du Arschloch. Klar, mein Bushido. Hätte ich echt nicht gedacht, dass du dich da traust. Aber egal, jetzt musst du mit den Konsequenzen leben, Alter. Ich hab nur drauf gewartet, jetzt gibt es keinen, der mich hier halten kann. Ich hab es dir schon gesagt, du legst dich mit den Zeichen an. Und ich dachte, dich zu treffen, solltest du vielleicht veressen. Oder hast du die ganzen Klatschen vom Sauer vergessen? Geht versteckt dich hinter deinem Wächeln. Oder Arafat, ich komm nicht einfach und verpasse wie ein Rechner. Aber gerade all diese Namen haben nichts zu tun mit diesem Death-Game. Was soll ich hier gegen Ahmed, das ist ehrlich, ein Brain. Hol deine Hunde, du sagst, endlich! Mit seinen Schlitzaugen. Wenn ich ihn einmal erwische, lass ich ihn nicht glauben. Ich werde ihn mit